Meine herzallerliebsten Zuschauer, hallo und herzlich willkommen zurück bei Anno 2205 Projekt Megacity. Und ja, wieder auf dem Mond. Beim letzten Mal haben wir ein bisschen Militär gemacht, das hatten sich sehr viele gewünscht. Und ich weiß, dass der eine oder andere natürlich kein Interesse hat am Militär. Insofern geht es jetzt für diese Leute, die da kein Interesse dran haben, auch wieder weiter mit dem normalen Städtebau. Wir stehen nämlich kurz vor den 200.000 Einwohnern und ja, wollen uns ein bisschen darum kümmern. Wir können nämlich die Bevölkerung, denke ich, nochmal ganz gut voranbringen, wenn wir in der Viridischen Bucht uns um das Bedürfnis der bionischen Erweiterungen kümmern. Deswegen bin ich auf dem Mond, hier wollen wir die herstellen, uns fehlen da glaube ich locker 20, wir wollen eher 30 produzieren, eher noch mehr, weil wir ja einen Puffer haben wollen. Und deswegen sind wir jedenfalls hier auf dem Mond. Ich hoffe, dass es mit der Aufnahme soweit alles klappt und ja, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Androiden sind auch immer noch so das Ziel, ich weiß, da kümmern wir uns aber erst später drum, wenn alles andere läuft. Wo haben wir denn theoretisch unsere, wir haben doch hier drüben, das ist Weltraumgemüse, dann haben wir hier den Ionenschweißer, hier haben wir die Fusionsdinger, ich muss mich da immer erstmal zurechtfinden. Hier haben wir die bionischen Erweiterungen, ich meine aber, dass wir hier drüben, nee, haben wir noch gar nicht. Ich dachte, wir hätten hier noch mehr gebaut, aber wir haben tatsächlich schon drei ganze Fabriken und das Zeug braucht ja auch nur die seltenen Erden, die Gott sei Dank gar nicht so selten sind. Dann würde ich doch glatt sagen, achso, hier hatten wir schon angefangen. Ah, seht ihr. Das ist gut. Wir haben auch noch ein bisschen Magnetit jetzt durch die Militärmission bekommen beim letzten Mal. Zwar nicht allzu viel, wir haben jetzt hier 220, aber immerhin. Besser als nichts. Das heißt, wir können zumindest mal ein bisschen was bauen. Okay, damit ist die auch am Limit. Dann können wir nämlich hier eine Straße ziehen und der ist dann genau richtig positioniert da. Und dann würde ich jetzt einfach daneben weitermachen. Wir können aber, beziehungsweise wir können auch diese Straße wegmachen. Und direkt nochmal eine daneben setzen. Und wir bauen erstmal, ja, gut hier solche Dinger. Wir müssen natürlich im Auge haben, dass wir nicht so viel Magnetit haben. Vielleicht haben wir aber ja noch Aufträge. Ach hier. Zum Beispiel das. Und das hier ist ja nochmal was anderes. Das ist das Sektorenprojekt. Aber was ist hier der Auftrag? Befestigen Sie eine Tracking-Drohne. Okay, das können wir machen. Dann machen wir das mal, denn da gibt es dann ja schön ein bisschen Magnetit für. Das können wir eigentlich ganz gut gebrauchen. Wo lenkt mich diese Drohne hin? Man weiß es noch nicht so genau. Ich glaube, unten hin eher. Und er rast hier über den Mond. Sieht schon ziemlich cool aus, so. Auch wie der Staub da aufgewirbelt wird. So, da ist so eine Kiste. Und das war's auch schon. Ah, seht ihr. Für deinen Erfolg. Sehr schnell verdiente 16 Magnetit, die wir gut gebrauchen können. Mit der Orbital Watch aufzunehmen. Ja, das war doch super. Okay, also wir haben jetzt zwei komplett ausgebaute, sind damit bei den seltenen Erden momentan bei minus 10. Jetzt ist die Frage, ob wir noch irgendwo eine Fabrik haben. Ein so ein Ding sollte 30 produzieren und wir produzieren insgesamt 30. Also haben wir tatsächlich nur einen von denen bisher gebaut. Es wird also Zeit, hier ein bisschen zu upgraden. Ich denke also, Geld haben wir momentan ja mehr als genug. Insofern mache ich mir da gar keinen Kopf. Gott sei Dank müssen wir da oben das nicht schützen. Und damit sind wir bei plus 20 hier und bei plus 13 hier. Ich sehe also schon, wir brauchen nochmal deutlich mehr von diesen Fabriken. Die nehmen, also die produzieren ziemlich wenig irgendwie, finde ich. Auch wenn die jetzt bei 700% laufen, dann produzieren die maximum 7. Und das ist, finde ich, für so eine riesen Fabrik, die komplett ausgebaut ist, relativ wenig. Wenn man bedenkt, dass wir alleine bei minus 20 sind in der Viridischen Bucht. Also man braucht wirklich eine ganze Menge von denen. Also wenn ich jetzt beide komplett ausbaue, ich glaube, das kriegen wir hin mit unserem Magnetit. Wenn wir beide komplett ausbauen, dann sollte das vielleicht sogar reichen. Schauen wir dann mal. So, jetzt haben wir 4 komplett ausgebaute hier. Und wir haben hier drüben ja noch 3 komplett ausgebaute. Ja, wir haben jetzt halt 4 mehr quasi. Und sind damit hier bei 6 und dabei 27. Und ich würde fast sagen, wir bauen noch eine mehr. Und ein bisschen Logistik würde ich auch gerne bauen. Dann, wir wollen ja sowieso den Wert eigentlich mal steigern. Also wir wollen ja eigentlich über 100 kommen. Ne? Wenn wir mal schauen, wir können ja vielleicht noch mehr. Wir können das ja ein bisschen tricksen vielleicht. Ja, 105. Jetzt dürfte ich aber wieder nichts Neues bauen. Ich würde aber, glaube ich, sogar noch eine mehr bauen, damit wir einen kleinen Puffer haben. Vielleicht setzen wir den dann einfach mal auf die andere Seite. Und reißen hier die Straße doch nochmal weg.
und bauen noch eine mehr. Es reicht vom Magnetit her, ja. Jetzt haben wir wirklich im großen Stil gebaut und dem fehlt da der Schutz. Aber wenn wir das hier hinbauen, dann reicht das. Und damit sind wir bei plus 34 und bei minus 1. Das ist natürlich jetzt sehr mies. Minus 1. Aber gut, ich würde fast sagen, wir lassen es dabei. Die müssten eigentlich fast alle komplett arbeiten. Also minus 1 in der Sektorbilanz dürfte da nicht viel ausmachen. So, hier gibt es nochmal Magnetit. Einfach exzellent. Das ist sehr gut, können wir jetzt sehr gut gebrauchen, deswegen, ja, gerne. Ach, guck mal, jetzt ist hier ein richtig reger Verkehr zwischen unseren beiden Kratern. Da ist ja richtig was los. So, wo soll ich das hinbringen? Einfach nur zu dir. Das ist ja jetzt nicht so aufwendig, muss ich sagen. Das kriegen wir noch so gerade hin, würde ich sagen. Und dann gibt es nämlich nochmal schöne 20 Magnetit. Und jetzt vergessen wir, dass das passiert ist. So, im großen Stil haben wir hier jetzt also bionische Erweiterungen. Und sind bei plus 34. Das bedeutet für mich, wir gehen zurück hierhin auf unsere Routenübersicht hierbei. Und Moment. Nein. Es passiert mir immer wieder. Ich will Routen machen und gehe dann zurück auf den Mond. Moment. Routenübersicht. Haben wir da gar keine bionischen Erweiterungen bisher? Ernsthaft? Ich glaube, wir haben bisher noch gar keine. Also wir wollen bionische Erweiterungen. Wir haben hier ein Plus von 34, da ein Plus von 2, da ein Minus von 20. Ja, gut, dann wollen wir darüber. Und ich hätte nie gedacht, dass du so konservativ bist. Was denn? Bruce, deine Stimme ist wichtig. Ja, ich wähle immer nicht, ich weiß. Ich krieg dann auch mal Ärger von euch. Also machen wir das mal so, dass wir da beim Mond bei plus 2 bleiben und hier unten in der Viridischen Bucht von minus 20 auf plus 12 pirschen. Und das sollte jetzt direkt sich auswirken auf die Bevölkerungszahl. Verbindung wird hergestellt. Ich wechsle direkt mal zurück hier in die Viridische Bucht. Da fehlt noch ein bisschen Information. Und dann sollten die soweit erst einmal versorgt sein. Und da bin ich jetzt gespannt, wie hoch wir jetzt die Bevölkerung kriegen. Ja, die Arktis, die ruft auch schon wieder nach uns. Da fehlt es an Stimulantien und an Gemeinschaft. Da unten fehlt es ihnen an Androiden und Unterhaltung. Aber gehen wir erstmal zurück in unsere viridische Bucht. So, und die wollen tatsächlich aufsteigen. Ja, seht ihr mal. Das ist ja gar nicht schlecht. Da haben wir ja auf jeden Fall einen wichtigen Schritt wieder geschafft hier. Denn im Endeffekt müssten die jetzt alles haben. Die haben Biokost, Wasser, Vitamindrinks, Verjüngungskuren, Luxuskost, Intelliware, Neuroimplantate und bionische Erweiterungen. Alles ist vorhanden. Das Einzige, was jetzt noch ein bisschen unzufrieden ist, okay, ist nicht nur die Sicherheit, sondern auch die Information. Beides ist nicht so ganz zufriedenstellend. Also kümmern wir uns darum, natürlich. So, ich mache wieder schön doppelt. Ich mache das ja ganz gerne. Irgendwer hatte gefragt, wie ich es geschafft habe, hier mehr Ornamente hinzupacken, als man normalerweise hat. Ich glaube, das ist über Uplay-Punkte gekauft worden. Ich meine, ich hätte das über Uplay-Punkte gekauft. Musste mal nachschauen. Da kann man sich irgendwie so Sachen für kaufen. Ich weiß aber nicht, was genau ich davon gekauft habe und was nicht. Aber jedenfalls, ich glaube, den Feuerwerk-Dings und den... Das habe ich, glaube ich, irgendwie... Manches davon habe ich, glaube ich, aus Uplay. So, jetzt sind wir da bei plus 11. Jetzt fehlt es nur noch an Polizei, denn Mobilität ist auch ausreichend. Machen wir die erstmal dahin. Wir können die notfalls später noch verschieben. Und damit ist auch hier ein Plus. Das heißt, alles müsste jetzt da sein. Und wenn wir jetzt noch ein bisschen vorspulen, dann können wir beobachten, ja, wie sehr die Bevölkerung jetzt noch ansteigt. Wir sind auf jeden Fall bald bei 200.000, sind aber natürlich noch mal ein ganzes Stückchen von den 150.000 Investoren entfernt. Dazu fehlen uns Androiden, dazu fehlt uns das Stadion. Und wir haben ja hier zum Beispiel noch gar keine Investoren. Das kommt jetzt gleich, aber bisher haben wir hier noch gar keine. Insofern... Sobald wir hier anfangen, Investoren anzusiedeln, dürfte das nochmal einen ordentlichen Schub geben. Wir haben ja allein schon 64.000 Investoren im Wahlburgbecken und da haben wir deutlich weniger Häuser. Überwachungssatelliten konzentrieren sich gerade auf das Gebiet. 195.000 Einwohner? Okay. Bei 197.000 gibt es die nächste Firmenstufe. Übrigens, ach nee, seht ihr gar nicht. Es scheint draußen schon wieder so extrem die Sonne und ich war gerade so genervt, ich wollte aufnehmen. Es hat mich so genervt mit dem Licht, dass ich direkt mal spontan bei IKEA mir das dritte Rollo bestellt habe, dass es endlich mal dunkel wird hier. Ich will zocken, verdammt! Sonnenlicht, störe mich nicht. Und naja, jetzt habe ich da so ein Handtuch noch provisorisch hingegangen. Es hilft aber trotzdem nicht viel. Es ist trotzdem alles hinter mir ein bisschen hell. Das ärgert mich dann immer. Aber gut, Lösung ist hoffentlich bald unterwegs. Mal gucken, wie schnell IKEA versendet. So, wir sind jetzt gleich bei Firmenstufe 45, denn die Bevölkerung steigt weiter an. Alleine dadurch, dass ich hier die bionischen Erweiterungen untergebracht habe. Ja, 45.
Geht gut voran, hört mal. Und wir sind aber immer noch am Kontolimit, oder? Schon wieder am Kontolimit. Bitte halten Sie sich dabei an unsere Richtlinie. Ja, ja, ja. Ich halte die Richtlinie doch immer ein, weißt du doch. So, was sollen wir hier eigentlich machen? Befestigen Sie Arbeiterboote an Ihrem Kommandoschiff. Aha. Können wir machen. Wo wir gerade hier mal warten und mal schauen wollen. Ich will mal schauen, wie weit wir jetzt kommen. Bevölkerungstechnisch alleine dadurch, dass wir die bionischen Erweiterungen haben. Also bevor ich irgendwelche Häuser aufsteigen lasse. Das machen wir dann, sobald das Limit erreicht ist. Aber ich glaube, wir kriegen sogar die 200.000 hin, ohne irgendwas aufsteigen zu lassen. Alleine durch die bionischen Erweiterungen. Und haben mal eben 10.000 mehr. Und ein historischer Zeitpunkt. Zum ersten Mal haben wir 200.000 Einwohner. Und das ist schon eine ganze Menge, hören mal. Das ist gar nicht so schlecht, finde ich. 200.000? Dafür, dass wir erst so wenig eigentlich bebaut haben, finde ich 200.000 schon echt gut. Ich werde woanders gebraucht. Park- und Statuenbeine. Fertig. Geben Sie uns einfach das Startsignal. Halten Sie einen Produktionsüberschuss von Quibit-Prozessoren in Viridische Bucht. Na super, die produziere ich hier gar nicht. Ach, geil. Aber jedenfalls haben wir jetzt hier aktiviert das Feuerwerk und lässt es warme Farben darstellen. So, jetzt habe ich Feuerwerk aktiviert. Und haben wir jetzt irgendwo Feuerwerk? Oder auch nicht? Jedenfalls ist jetzt hier, warte mal, Warmfarbenfeuerwerk, Kaltfarbenfeuerwerk. Wir haben jetzt Warmfarbenfeuerwerk aktiviert. Und wenn ich jetzt so einen Feuerwerksbrunnen baue. Ach, guck mal, jetzt funktioniert's. Ach, guck mal, wie schön. Ja, cool. Da muss ich direkt mal hier auf Nacht machen. Noch eins vor, bitte. Jawohl, jetzt ist Nacht. So, und? Ja, das sieht doch süß aus. Ah, das finde ich aber schön. Also damit können wir dann gut unser... Alter, wie cool die Bahnstation bei Nacht aussieht. Die habe ich auch noch gar nicht gesehen bisher bei Nacht, glaube ich. Sieht ja richtig gut aus. Nee, aber das Feuerwerk gefällt mir. Also das ist doch echt ganz schön gemacht hier. Gerade diese Spiralraketen. Würde mich jetzt auf Dauer nerven, aber man kann das... Achso, ich hätte das noch ganz kurz... Ich will noch ganz kurz die Kaltfarben auch anschauen. Moment. Ist nicht das auch ein Feuerwerksbrunnen? Ja, ist auch ein Feuerwerk. Und wenn wir jetzt also hier bei der Statue auf Kaltfarbe gehen... Und als letztes kommt dann noch Leuchtfarbenfeuerwerk. Also das ist dann die letzte Stufe. Und jetzt haben wir Kaltfarben. Das ist also so grün und blau. Und das sieht doch schon richtig cool aus. Alter, guck mal. Ich glaube, da wird eine 2205 hochgepumpt bei dem Ding hier. Warte mal, jetzt. Da, 2205. Lol, wie geil ist das denn? Ja, wenn man vorspult, sieht das sehr cool aus. Ja, finde ich Hammer. Also ich würde das jetzt nicht die ganze Zeit anlassen, aber wenn wir das Firmenhauptquartier bauen... Können wir gerne mal so ein bisschen Feuerwerk unterbringen. Coole Sache auf jeden Fall. Das hat mir nämlich damals, als ich den ersten Bauabschnitt fertig hatte, hatte ich das mir mal anschauen wollen. Das hat aber irgendwie nicht... Ich habe es, glaube ich, falsch gemacht. Das hat wahrscheinlich schon funktioniert. Ich habe es, glaube ich, falsch gemacht. Naja, aber so, das sieht doch echt gut aus. So, also wir sind jetzt bei 200.547 angekommen und es ist stehen geblieben. Jetzt schauen wir mal, ob dadurch, dass wir mehr Bevölkerung haben, irgendwas in den Keller gegangen ist. Sieht aber alles noch in Ordnung aus. Insofern können wir von mir aus die ersten Investoren... in die Viridische Bucht bringen. Sie stehen hier in der Verantwortung. So, Ihre Angestellten sind zu Investoren befördert worden. Ja, das finde ich doch eine gute Sache, finde ich das. Ja, sehr schön. Auch mal ein paar von den kleineren Häusern hier aufsteigen lassen. Nicht nur die großen Komplexe. Und dann würde ich jetzt erstmal hier vielleicht so einen kleinen Kern machen, dass wir so ein bisschen ein Stadtzentrum Downtown haben. Und uns fehlt es tatsächlich an... Ja, was brauchen wir dafür? Muss ich mal schauen. Superlegierungen brauchen wir dafür. Haben wir denn da eine gute Handelsroute? Sonst würde ich bei den Superlegierungen vielleicht nochmal was drauflegen. Gott, jetzt geht's aber los hier. Jetzt wollen die Quantencomputer, Schwerkraftkompensatoren, Androidenunterhaltung, wir kennen das ja alles. Sind auch jetzt hier mal eben schnell auf 85.000 Investoren hoch. Also und 210.000 Einwohner, obwohl wir nur ein paar... Investoren hier angesiedelt haben. Aber wir brauchen mehr Superlegierungen, wenn ich das richtig sehe. Da würde ich doch glatt mal schauen. So, wir haben jetzt zum Beispiel hier eine Route, die uns... Achso, nee, doch, ist richtig. Von da unten nach da. Ja, genau. Dann bringen wir mal alles darüber. Beziehungsweise wir machen es noch anders. Warte mal. Hier haben wir eine Route für... Nee, von der Arktis aus. Genau, da haben wir eine Route von Superlegierungen nach da unten. Die ich aber eigentlich löschen würde. So. Ansonsten haben wir keine Superlegierungen-Routen. Also neue Transferroute für Superlegierungen von hier
nach hier. So, und Informationen. Mit der anderen Route, die wir hier haben, holen wir jetzt das Lager noch da leer. Denn hier müssten eigentlich einige im Lager sein. Ich weiß jetzt gerade nur nicht, ob wir das da nachschauen können. Aber eigentlich müssten hier einige im Lager sein, weil wir da die ganze Zeit ein Plus hatten. Das sollte also jetzt auch noch rübergebracht werden. Und dann müssten wir hier mehr Superlegierungen rankriegen. Wir können natürlich auch die Produktion hochfahren, aber... Ja, und Biopolymeren brauchen wir auch eine ganze Menge. Hat er vielleicht was im Angebot? Ja, klar. Schau mal her. Noch gute Dienste leisten. Kaufen wir mal alles auf. So, was hast du für uns? Graphen. Ich weiß noch, vor wenigen Parts, da habe ich mich beschwert. Wir haben keinen Graphen. Jetzt haben wir tatsächlich gerade 907 im Plus. Deswegen wäre das jetzt gerade gar nicht so nötig. Du hättest mir das mal wann anders anbieten können. Vor einigen Parts, sag mal. Aber gut. Wir sind ja nicht so. Wir helfen trotzdem. Bestätigt. Wo willst du mich hinlocken? Drohne, was möchtest du von mir? Ach so, weiter oben. Hier in der Mitte? Na wo? Da. Okay, das war Nummer 1 von 4. Das ist also schon wieder so ein langer Suchauftrag. Das mag ich nicht so gern. Ich mag die anderen lieber. Ja, und das andere hier, Quibit-Prozessoren in der Viridischen Bucht auf plus 20 zu bringen? Ui, naja, okay. So, was hast du noch für uns? Ein Haus voller Iridium. Ja, ja, okay. Wir kennen das ja. Die Angelegenheit geregelt ist. Iridium brauche ich ganz dringend. Da habe ich einen akuten Mangel. So, und das geht weiter. Da ist das nächste. Und da ist noch eins. Das war also super nah beieinander jetzt. Und der andere Auftrag möchte von uns, dass wir hier ein Schiff dahin schleppen. Dann machen wir das auch noch eben. Beziehungsweise, ja, wir haben halt Iridium voll, ne? Aber wir können es ja hier hinfahren und sobald wir ein bisschen Iridium ausgegeben haben, können wir gerne da uns Neues besorgen. Ja, und ansonsten würde ich sagen, müssen wir uns früher oder später darum kümmern, die ganzen Produktionen nachzukurbeln. Also Quantencomputer, Schwerkraftkompensatoren, Androiden, alles hier für unsere Investoren in die Viridischen Bucht ranholen. Aber solange wir noch ein paar aufsteigen lassen können, mache ich das gerne. Und damit haben wir Firmenstufe 47. Und wir sind immer noch am Geldlimit. Wir kommen einfach da auch nicht weg. Was ich echt krass finde, dass wir da so viel Kohle haben die ganze Zeit. Aber ich meine, alleine wenn man mal ein bisschen Militär spielt, währenddessen läuft ja die Bilanz weiter. Und du kriegst so viel Geld ran, weil du ja nichts ausgibst so wirklich. Solange die Bilanz gut positiv ist, kriegst du ja durch Warten einfach so viel Kohle dazu. Wir haben halt schon wieder fast eine 100.000er Bilanz, ne? Und dadurch geht es halt einfach massiv nach vorne dann. So, wir lassen mal wieder ein paar von denen aufsteigen. Firmenstufe 48. Oh mein Gott, es geht hier so schnell voran gerade. So, jetzt müssen wir wieder abwarten, dass wir ein bisschen mehr Biopolymere haben. Wir brauchen... Ja, mehr Biopolymere vor allem. Ich hatte nur gerade gedacht, weil die hier in der Mitte so low aussahen, zwischen den ganzen Hochhäusern. Es fehlt halt leider immer an Superlegierungen und was nicht alles. Ich weiß nicht. Vor allem Superlegierungen. Also alleine hier für so einen großen Komplex brauchen wir 8 Superlegierungen. Und wir haben halt leider kaum was. Ich hatte ja sogar schon gekauft. Ich würde mich wohler fühlen, wenn ich die Sie haben meinen Tag etwas. Ah, er hat wieder ein bisschen was. Du hast ein sehr gutes Auge, mein Freund. Das finde ich natürlich schön, das ist lieb von dir, danke. Dann können wir nämlich hier noch diese Häuser aufsteigen lassen. Dann sieht das nicht so falsch aus. Ja, damit haben wir auch jetzt hier schon eine ganze Menge Hochhäuser, tatsächlich auch in der Viridischen Bucht. Das finde ich natürlich schön, das freut mich. Wir tragen eine große Verantwortung. Zu sehen, dass es auch hier vorangeht. Und damit sind wir halt jetzt bei 230.000. Ja, und ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal Schluss für heute. Und wir wissen auf jeden Fall, was der Plan ist. Aber ich bin froh, dass wir jetzt Investoren hier haben. Aber wir wissen, was der Plan ist. Nämlich halt hier Quantencomputer vor allem. Ich denke, damit hat man alleine schon ein paar zu tun. Wir wollen ja auch direkt mal so plus 20 oder sowas produzieren, damit wir nicht direkt wieder nachproduzieren müssen, sondern damit wir erstmal ein gutes Plus haben. Und wir sind halt bei minus 36, bei minus 10, bei minus 15. Ach ja, minus 15, minus 29. Gott. Also, Dankeschön fürs Zuschauen bei Anno 2205. Wenn es euch gefallen hat, freue ich mich über ein Däumchen. Es geht mit großen Stiefeln, wie nennt man das, mit wieder gestiefelte Karte, mit 7 Meilenstiefeln, so heißt das. Mit 7 Meilenstiefeln geht es hier voran
Und ja, ich freue mich über ein Däumchen. Bis zum nächsten Mal bei Anno, euer Wallechen raus. Bye, bye. Damit dann die Wärmeleitpaste sich gut verteilt und wir da keinen Dreck drauf haben, habe ich nochmal den Prozessor ein bisschen gesäubert. Ich hatte den ja vorher angepackt. Und dann also einmal den Radiator oben hinsetzen, so wie man es möchte, und festschrauben. Und dann habe ich auch Besuch bekommen von Annika, die eben auch interessiert war, was ich denn da so baue. Und die hat mir dann direkt noch geholfen und die Schraube gehalten, dass ich die gut reinkriege. Dann habe ich noch die Wärmeleitpaste...